Ich möchte mich beschäftigen mit den NATO-Bändern, mit den Zulu-Bändern, mit Perlan-Bändern, mit Erika, mit Stuart und mit Canvas. Anfangen möchte ich mit dem Band, was der Gattung den Namen gegeben hat, dem NATO-Band. Das NATO-Band dürfte den allermeisten bekannt sein. Es ist ein Band, welches unter der Uhr durchgeführt wird, sodass selbst beim Bruch eines Federsteges der andere Steg die Uhr am Band hält. Es gibt die Sicherungslasche und am Arm ergibt das den typischen Look des NATO-Bandes. So sieht das NATO-Band aus. Es gibt es in unterschiedlichsten Qualitäten, in unterschiedlichsten Farben. Man erkennt verschiedene Qualitäten an der Dicke des Bandes, auch daran, ob das Band wie hier nur geschweißt ist oder ob es noch zusätzlich abgenäht ist. Es gibt von Sicherheitsgurt bis zu diesem einfachen Material so ziemlich jedes Material und die Preise bewegen sich zwischen 5 Euro und weit über 100 Euro, je nachdem von welchem Hersteller man kauft. Insbesondere die Bänder der Markenhersteller, Omega als Beispiel, sind wahnsinnig teuer. Für mich ist es ein Textilband nicht wert, da kaufe ich mir lieber ein gut gemachtes Lederband zum gleichen Preis. Der dicke Bruder des NATO-Bandes ist das sogenannte Zulu-Band. Das Zulu-Band ist ganz ähnlich gemacht wie das NATO-Band, allerdings deutlich dicker und durch die sehr auffälligen und robusten Ösen auch, etwas gröber, etwas militärischer in der Anmutung. Auch hier einmal durchführen und es wird auf die gleiche Weise angelegt wie das NATO-Band. Persönlich mag ich die Zulus nicht so gerne, weil mir die Ringe zu dick auftragen und wenn man damit am Schreibtisch oder irgendwo ist, dann stören mich diese dicken Ringe etwas. Bei den Zulu-Bändern gibt es noch eine Besonderheit. Das ist das sogenannte Fünfring-Zulu. Anders als hier ist die Lasche mit 2 Ringen versehen, sodass, wenn man hier oben die Uhr sitzen hat, das Band doppelt geführt wird. Und dann im Prinzip so am Arm liegt. Das macht das Ganze noch etwas gröber, noch etwas dicker und noch etwas auffälliger. Ich habe keine Uhr mit entsprechender Stegbreite und kann es nicht mit Uhr zeigen, aber ich denke, auch so wird deutlich, wie es getragen wird. Hier oben ist die Uhr und dazwischen der Arm. Wie gesagt, die Zulu-Bänder sind wirklich nicht meins, deswegen tue ich das auch mal ganz zur Seite. Es gibt noch neben den typischen NATO- und Zulu-Bändern eine Art von Bändern, die ihr wahrscheinlich alle aus dem Schwimmbad kennt. Das ist das sogenannte Perlanband. Man kann es, erkennen. Es ist ein Geflecht, was ebenfalls unter der Uhr durchgeführt wird. Es ist im Vergleich zu NATO und Zulu sehr dünn. Hier sieht man die Dicke des Perlanbandes. Hier sieht man die Dicke des NATO-Bandes und hier die des Zulus.
Der große Vorteil des Perlenbandes in meinen Augen ist, dass es sich durch das Gewebe einfach durchstechen lässt und damit ausgesprochen individuell am Arm tragen lässt. Man ist nicht auf vorgestanzte Löcher angewiesen. Das ist eine ausgesprochen billige und dünne Schließe. Von Eulit gibt es auch viel hochwertige Bänder. Sowohl die Perlern als auch die Zulus bewegen sich im Bereich von 10 bis, ich sage vielleicht mal 25 Euro. Viel mehr sollte man da nicht investieren, wenn man lediglich ein gutes Band haben möchte. Sowohl die NATO-Bänder als auch die Zulu-Bänder als auch die Perlon-Bänder gibt es in einer zweigeteilten Form. Das sind dann die Zweiteiler oder auch Split-Bänder. Wie man hier sehen kann, wird das Band nicht hinter der Uhr geführt. Es ist im Prinzip wie ein normales Leder- oder Kautschukarmband, nur eben aus dem gleichen Material wie das NATO oder das Zulu. In dem Fall hier doppelt geklebt und vernäht, was dem Band eine angenehme Dicke und Stabilität gibt, sodass es sich wie ein Lederband beinahe tragen lässt. Von der Dicke her hat auch nur die beiden Löcher und den normalen Verschluss und sitzt dann ganz normal auf dem Arm. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Bänder nicht auftragen. Sowohl das Zulu-Band als auch das Perlon-Band werden unter der Uhr geführt und führen dazu, dass die Uhr eben um diese Lagen des Stoffes höher am Arm sitzt, als sie es normalerweise tun müsste. Man kann hier, glaube ich, ganz gut sehen, dass es einen Spalt zwischen Uhr und Arm gibt. Das ist genau der Abstand, den diese doppelte Lage Stoff hier erzeugt. Das sind die mehr oder weniger die klassischen Bandvarianten. Seit noch nicht allzu langer Zeit gibt es eine neue Variante und das ist das sogenannte Erika-Band oder Erikas Original. Ich möchte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen. NATO-Bänder und Zulu-Bänder und auch andere Stoffbänder beziehe ich allermeistens bei mirostime.de. Alle die Links, die ich zeige und alle Firmen, mit denen habe ich nichts zu tun. Wir sind nicht verschwägert, nicht verwandt, noch nicht einmal befreundet. Es sind einfach nur die Firmen, die ich gerne nutze und die Links, die ich euch gerne mitteilen möchte. Die Erika-Bänder findet ihr im Internet unter www.erikasoriginals.com. Erika-Bänder sind ähnlich wie NATOs, sie werden hinter der Uhr geführt, mit dem Vorteil, dass wenn ein Stück verloren geht, der andere die Uhr hält, sind aber wie ein Ring geformt, sodass man die Hand da durchstecken muss. Und hier sieht man auch schon die Besonderheit des Bandes, es ist elastisch. Man kann es zu einem gewissen Grad dehnen. Und jetzt kommt der Punkt, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe bei diesem Video. Das Anlegen des Bandes ist immer ein kleines bisschen tricky. Jetzt hat es ganz gut geklappt. Man muss nämlich diesen Haken in die Weitenverstellung einhaken. Und dann sitzt das Band relativ sicher am Arm. Der große Vorteil dieses Bandes ist, dass man es auch am Handgelenk tragen kann und es dadurch, dass es dehnbar ist, jede Bewegung mitmacht, ohne kaputt zu gehen, ohne aufzuspringen. Es sitzt auch vergleichsweise sicher. Ich kann mit einer einfachen Bewegung den Haken nicht aufmachen, weil der Haken relativ lang ist. Ich zeige euch das noch einmal. Der Haken hier
ist relativ lang und wird hier eingehakt und hält dann die Uhr vergleichsweise sicher. Es gibt zu diesen Bändern, die relativ teuer sind, die Erika-Bänder gehen bei 50 Euro los und je nach Ausführung können sie auch deutlich teurer sein. Zu diesen Bändern gibt es eine Alternative aus Amerika. Das sind die Bänder von The Watch Steward. TheWatchSteward.com. The Watch Steward baut ähnliche Bänder, die sich aber in einigen Punkten signifikant unterscheiden. Hier sieht man schon den ersten großen Unterschied. Das Band wird nicht unter der Uhr entlang geführt, was dazu führt, dass die Uhr weiterhin sehr flach auf dem Arm sitzt und nicht aufträgt. Ihr seht beim Anlegen aber schon den zweiten Unterschied. Ich muss das Band quasi bei jedem Anlegen neu spannen und ausrichten. Dafür lässt es sich leichter schließen als das Erika-Band, weil ich diesen kleinen Haken hier etwas anheben kann und dann einhake. Das ist das Watch Steward Band. Das habe ich mir bestellt, weil mir zum einen die Farbe zu der Uhr ausgesprochen gut gefallen hat und weil ich neugierig war. Das Band kostet nämlich nur knapp die Hälfte von dem, was das Erika-Band kostet. Das Erika-Band kostet ab 50 Euro aufwärts und das Band von The Watch Steward inklusive Porto knapp 30 Euro. Es ist qualitätsmäßig von der Dicke, von der Elastizität durchaus mit dem Erika-Band vergleichbar, aber es gibt zwei Punkte, die mir bei dem Watch Steward-Band nicht so gut gefallen. Das ist zum einen die Tatsache, dass das Band dreilagig auf dem Arm liegt und dass es keine Führung auf der ganzen Länge gibt. Ihr seht es, das Band kann sich also verschieben und je nachdem, was für Kleidung man trägt, rutscht die obere Lage. Und das wird sich immer einpendeln. Selbst wenn ich die untere anziehe, ist die obere immer ein klein bisschen beweglich. Und ich weiß nicht, ob es auf dem Video rüberkommt, man hört es sogar. Das ist aber nicht so schlimm. Unangenehmer finde ich, dass der Haken beim Watch Steward deutlich kleiner ist als beim Erika-Band und man mit relativ wenig Aufwand das Band öffnen kann. Es fällt nicht vom Arm, weil es einen Ring bildet, solange die Federstege halten. Aber ich finde es nicht ganz so schön. Es lässt sich leicht schließen und entsprechend auch leicht öffnen. Das Erika-Band war so leicht nicht zu öffnen. Vielleicht verhält es sich anders, wenn man die Schließe an einer anderen Position hat. Aber ich mag es gerne, wenn ich keine Metalle direkt unter dem Arm habe, wenn ich den Arm ablege. Das war der Vergleich zwischen The Watch Steward und Erika. Von The Watch Steward gibt es noch eine andere Variante, die möglicherweise dieses Problem nicht mehr hat. Das hier ist das Band, was ich habe, mit der doppelten Führung, der kleinen Öse, dem kleinen Haken und hier, je nach Armumfang, etwas kleiner, die dreilagigen Bänder. Es gibt noch die Minimalist-Serie. Dort wird das Band am Federsteg umgenäht, sodass man hier nur eine Bandführung hat. Eine ähnliche Weitenverstellung wie beim Erika-Band. Ich zeige das nochmal. Im Vergleich, hier ist das Erika-Band. Das Band wird dann durch den Federsteg geführt, sodass man hier eine doppelte Lage hat. Und der Haken geht, wie beim Erika-Band, in diese auf dem Band aufliegende Öse. Anders als bei dem normalen Watch Steward-Band, wo der Haken deutlich leichter geht und auch leichter rausspringt.
Wie gesagt, das ist das klassische Rod Stewart Band. Das ist die Minimalist-Serie. Wie sich die trägt, weiß ich nicht. Auf dem Bild sieht es aber fast so aus, als wäre der Haken ähnlich knapp wie beim regulären Band. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieser Haken relativ leicht aus der Öse rausspringt, es sei denn, man trägt das Band sehr, sehr straff. So, das Letzte, was ich euch zeigen möchte an Textilbändern, ist das Canvasband. Man kann hier sehen, es hat eine andere Struktur und man kann das Band mit Nagelfeile oder einer Holzfeile oder einem Bimsstein dazu bringen, sehr gebraucht auszusehen, auch wenn es im Prinzip eigentlich noch ganz neu ist. Diejenigen von euch, die bei der Bundeswehr waren, die werden das Material des Bandes vielleicht noch von den entsprechenden Rucksäcken und Gürteltaschen kennen. Alle Bänder, die ich euch gezeigt habe, sowohl das Canvasband als auch das Perlanband, ebenso wie das NATO-Band, auch das Split-NATO-Band oder das Band vom Rod Stewart oder auch das Erika-Band, sind alle sehr strapazierfähige Bänder. Sie sind wasserfest, trocknen relativ leicht und mit Einschränkungen für das Erika-Band gültig, auch vergleichsweise günstig zu ersetzen, wenn sie einmal kaputt sind. Ich hoffe, dieser kleine Review hat euch Freude gemacht. Danke fürs Reinklicken und ich freue mich auf eure Kommentare.